darauf nochmal sicher gehen, oder was? Zu hoch oder zu niedrig? Zu hoch oder zu niedrig? Was? Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen. Heute wieder zu einer Folge Worms. Mit dabei, Fresh Fries. Hallo. So, wer ist dran? Ich, du? Keiner von beiden. Er ist dran. Huiuiui. So, er holt sich gleich mal wieder das Leben. Und will mich aus dem Leben ficken. Lass es bleiben, du tust dir eh nur selber weh. Hä? Ich bin verwirrt. Ah, fuck. Aber schön drüber geworfen. Hey! Gut, dass ich die Mine noch ausgelöst habe. Ich flitsch da über die Map wie so ein Stein übers Wasser. Flitsch, flitsch, flitsch. So, wer ist dran? Er hier. Ach komm, ich gönn mir gleich mal. Er gönnt sich. Bisschen rechts, bisschen rechts. Er will mich aus dem Leben. Ja, ja. So einer ist er also, Freunde. So einer ist er also. Und tschüss. So, so einer ist er. Also. Ja, ich will nicht wieder wie letzte Folge Spätsünder spielen. Ich will direkt von Anfang auf Kacke hauen. Okay, okay. Hier wird mit ganz harten Bandagen gekämpft. Hier geht's um Ruhm und Ehre. Well, hello. Well, hello. Komm ins Feuer. Well, ah, da wollte er schon beinahe zur Landung auf der Mine ansetzen. Pass auf den Wind auf. Okay. Ihr kriegt doch nicht mehr ganz die Kiste. Brauche ich auch gar nicht. Die ist gar nicht in meinem Plan mit integriert. Achso. Das wäre nur Bonus gewesen. Ja, ja. Na, gut zu wissen. Alter, wo fliegt denn die hin? Oh nein, die landet leider nicht unten. Da war ein Superschaf drin. Lol, er tötet das Superschaf. Natürlich. Alter, Feuer neben mir, Feuer über mir. Feuer überall. Hier brennt's ganz schön. Hier brennt die Hütte. Ja, geil. Und die Kiste landet so fast im Feuer. Geht eh gleich hoch, die Kiste. Geh weg. Mann. Zack, bin ich in Führung, weißt du? Ja, ist ja gut für dich. Sei es dir vergönnt. Kannst dich direkt wehren. Kommt mir effektiv eigentlich gar nichts. Gewalt erzeugt nur Gegengewalt. Du hast nur die vier Kisten da oben sind, du Penner. Ja! Fuck. Yes! Puh. Weil die Aldi-Fritze ist jetzt leider dran. Was passiert da unten? Na. Oh Mann. Die Afrite, wie sie zugestellt ist, mittlerweile mit Kisten. Well, hello. Und was ordentliches dabei? Weiß noch nicht so ganz. Well? Was willst du mit dem Schaf? Wusste ich auch nicht.
Fuck. Das höre ich doch gern. Kiste da war ein Teleporter drin oder so, ne? Was war das dann? Keine Teleporter Ahnung. In der normalen Kiste? Ich weiß es nicht. Wundert mich jetzt gerade. Hört er sich so an. So, was machen wir jetzt? Die Jahrfritte hat da zu viel Zeug. Oh, er nimmt die, weißt du? Anstatt er einfach hier so ganz normal, ganz gediegen irgendwas und die heilige Granate zerfickt und mich zerfickt. Mann! Was ist da unten noch explodiert? Eine Mine. Aber mit keinem hat keinen Schaden davon erlitten. Mann, und die Jahrfritte, dass da Explosion of the Death war, hat er gut überlebt. Muss auch so sein, ne? Ja, glücklich. Lacker würde ich ja fast behaupten. Nee. Damit wollen wir erst gar nicht anfangen. Leute, was mache ich da? Ich weiß es nicht. Wie es aussieht, wegfliegen? Well? Na, kriegst du die Kiste? Ah, jetzt hat er sie. Oh. Nein! Ja, eine Instamine! Hast du zumindest was Anständiges eingesammelt? Keine Ahnung. That's just peachy. Ich habe ja insgeheim wirklich auf die Instamine gehofft. Oh Mann, ey. Ach komm! Willst du mich verarschen? Kommst du nicht hoch oder was? Jetzt ist er direkt aus dem Effekt. Instamine, komm! Ich hab sie nicht mal ausgelöst. Nein! Wolltest du irgendwas zünden oder so? Ich wollte die Handgranate noch quer über den Map schmeißen. Good idea. Mann, und jetzt wird er zugeschissen mit zwei Kisten. Oh, was soll da drin dann ganz ehrlich? Das weiß ich nicht. Eine Lenkrakete anscheinend. Nee, die hatte ich vorher schon. Achso. Lol. Er macht dann will Wurmström, aber macht dann Wurm Schaden. Ganze 10. That's just peachy. Ach komm, hätte das nicht zwei Runden früher kommen können, das ganze Zeug? Wobei, du hast direkt eine Kiste neben dir bekommen. Gesundheit. Nein, ich kick sie weg! Hast du das gesehen? Richtiger Dropkick, so zack, weg damit. Brauchen wir nicht Kisten, Minen hier. So schön hingeworfen, ich flieg weg, nehm sie mit. Ah! Ich kick die Mine weg. Ich geh ein. War auf jeden Fall ganz nett von dir, würde ich mal sagen. Ja, bitte. Well, hello. Mustache. Oh, eine Wunderkerze. Oh, Entführung. Ja. Sehe ich jetzt nicht mal so eng. That's just peachy. Hallo. Oh, was mache ich jetzt Feines? Was habe ich denn überhaupt? Luft, danke. Macht jetzt einen auf Muschi. Der Giftangriff hat's voll gebracht. Ich bin schon hart getroffen. Oh nein, ich war runter. Ja, 9 Damage.
Natürlich jetzt, ne? Kritisch, sag ich mal. Was, die Lebenspunkte? Ich glaub's dir sogar. Ich hatte halt nichts Besseres. Ich kann ja den Luftangriff empfehlen normalerweise. Ja, den habe ich ja nicht. Aber der macht halt leider auch kein Damage, wenn er nicht trifft. Hm, komm vor. A single had a little accident. Alter, unter Wind kommt. Oh, yes, sir. Bester Wurm. No. No. Hey. Gib's einfach auf. Ja, tue ich jetzt auch. Mann! Ja, klar. Sonst baut so ein Scheiß immer rum. Ja! Ja, verbrenne! Ach so! Da war auch noch Party. Ja, durch den Wind. Durch den Wind hat er Damage bekommen, weil das Feuer sich durchgefressen hat. Kann sich einfach zusagen. Ist einfach so. Hallo. Was soll das zweite jetzt was können wir? Stimmt doch nicht. Das ist ja blöd. Well. Oh, er gönnt sich noch eins. Oder auch nicht. Eine Lenkrakete. I say, well. Ja. Treffer. Die kam schön runter. Und er lebt noch. Er lebt noch. That's just peachy. Noch. Noch, ja. Verzweifelt klammert er sich an das letzte bisschen Leben, was er noch hat. Und tritt die Flucht nach vorne an. Leben holen, oder was? Nein, war was Gutes drin. Scheinbar. Erdbeben, dann ernst? Einer ist weg. Ich hatte zwar das Erdbeben vorher schon, aber... Hat er jetzt Damage bekommen? Einer ist weg. Nee, ich meine der andere hier. Nee, der hat keinen Damage bekommen. Aber die Kiste ist hochgegangen. So ist schon mal gut. Jetzt kommt er mit der Bunkerbombe. War klar. Das ist nur die Nummer. Da geht's ja. Na, ein bisschen Damage erstmal machen, damit man wieder erster ist, weißt du? Was? Wie viel Damage hat die gemacht? Ach, da war noch eine Ding daneben. LOL! Eine Kiste. Direkt zwei, die habe ich gar nicht gesehen. Das 108 und 112 Damage hast du verbreitet. Ja, das habe ich ja. Normal macht man ja 30. Ja, ja, aber dann war noch das Feuerfass daneben. Ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm so. Aber dass das so viel Damage macht mit dem Feuerfass zusammen. Schon krass, ne? War fast ein bisschen übertrieben. Aber in Gottes Namen ist halt so. Muss man so mal so hinnehmen. So, komm ich hier. Boah, geil. Was? Hexen, da hat jetzt keine. Aber ich bin jetzt zu hoch. Wieder runtergefallen. Und gleich läuft die Zeit ab. Oh, oh, oh. Schnell noch Notrakete. Naja, er nimmt Lenkrakete oder was? Luftdanke. Dein Ernst? Ja, zumindest ein bisschen Damage. I'll give you a damn good thrashing. Auch wenn es nur 20 sind, aber die Führung muss zurück ins heimische Dorf. Uiuiui. War auf den, der sich nicht wehren kann, ne? Ah, jetzt kann er aber. Danke fürs Öffnen. Kein Ding. That's just peachy.
Will ja auf Nummer sicher gehen, oder was? Zu hoch oder zu niedrig? Zu hoch oder zu niedrig? Was? In der allerletzten Sekunde. Mit dem hast du nicht gerechnet, dass sie da jetzt runterspringt. Alles gut. Ich dachte nicht, dass du den Schwung kriegst, ehrlich gesagt. Aber alles tutti. Man stellt sich ja gerne so einer kleinen Competition. Deswegen nehmen wir mal das letzte Jetpack, was wir die ganze Zeit aufgehoben haben. Da ist eine Mauer. Na, hab ich dann auch gesehen. Nee, nee, das Risiko gehen wir nicht. Ah, wolltest du schon beinahe hochfliegen? Ein Schaf. Wird es ihnen Glück bringen? Oder wird es umdrehen? Ja, kriegt weg. Es verfolgt dich. Hüpf. Warum hüpft das da? Weil es die Klippe ist. Ich krieg weg. Ich hab's irgendwann einfach sprengen müssen, weißt du? Ja, klar. Sonst wär's nachher in mich reingerannt, ja. Aber die Führung habe ich, ne? Also alles tutti. Er kriegt die Kiste geliefert. Ernst, ne? Ich komm doch da nicht hoch. Guck. Oh, oder doch? Was habe ich denn noch verändert? Hoffentlich nichts, was 60 Damage macht. Nee. Oh, jetzt kommt er so. Wieso so? Also Giftangriff, dein Ernst? Ja, diesmal hat es zumindest geglückt. Dann stirbst du einen langsamen, qualvollen Tod. Den? Da glaube ich irgendwie nicht dran, dass der den erwischt. Oh. Ja, ich auch nicht. Nice. Ah, 5 Damage habe ich selber. Ah, wegen Damage wahrscheinlich. Wegen Gift. 101! Ja, 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 ja. Na, hust nicht so laut. Hallo? Hallo? Endlich. Man kann auch übertreiben. Komm, fick mich aus dem Leben. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Noch ist das Ding nicht vorbei, sag ich mal. Mhm. Ich kenne genau meine Treffkünste jetzt, besonders bei dem Kackwind. So krass ist der Wind jetzt auch nicht. Es könnte schlimmer sein. Hat gereicht. Ja, war klar. So muss es sein, Freunde. Du hast genau getroffen. Sauber. Gut gespielt, Junge. Gut gespielt. Du warst ja auch dem Tod näher als dem Leben. Na. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. War ein schönes Ründchen, würde ich sagen. Wenn es euch auch gefallen hat, Däumchen hoch. Ja, Abo wäre auch nicht schlecht. Dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Hier sind noch ein paar Videos. Wir sagen ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.